Am Ende des Wonnemonats Mai ging es für Max und Finn und viele andere hessische Eishockeyspieler nach Wabern. Sommereis ist schon was ganz Besonderes. Von daher nutzten alle die Gelegenheit, diesen Trainingstag mit zwei Eiseinheiten und einer Athletikeinheit in Wabern wahrzunehmen. In Wabern ist es keine klassische Eissporthalle, sondern eine umfunktionierte Tennishalle. Auch die Eisfläche ist ein bisschen kleiner, sieht man hier ganz gut, aber fürs Training im Sommer völlig ausreichend. Wabern ist jetzt keine klassische hessische Metropole, aber auf jeden Fall eine Stadt mit Charme. Und selbstverständlich auch mit modernster Eistechnik. Und Papa hat es diesmal ein bisschen anders gemacht und hat die Zeit auch mal für sich genutzt. Und das sehen wir gleich. Ich nehme euch einfach mit auf eine kleine Radrunde um Wabern. In Wabern gibt es nicht nur Sommereis, sondern auch ein wirklich gut ausgebautes Radwegenetz mit vielen Highlights an der Strecke. Einfach mal losgeradelt, ohne Plan, eigentlich wie immer. Aber schon mal geschaut, was es hier Tolles zu entdecken gibt. Hier ein See mit entsprechendem Bootsverleih und sogar einem richtigen großen Schiff. Dann ging es wieder über den ein oder anderen Single Trail wieder Richtung Wabern zurück. Aber auf jeden Fall Natur pur und es war wirklich warm an dem Tag. Von daher hat man sich dann auch schon ein bisschen auf die Kühle später wieder in der Eishalle gefreut. Und da war sie. Und die Jungs und Mädels, die heute auf dem Eis waren, waren dann auch bald fertig. Und so konnten wir dann auch wieder Schritt für Schritt den Heimweg antreten. Übernachtet hatten wir hier in einem Transporter. Das war auch noch so ein bisschen Abenteuer für die Jungs. Und dann ging es nach Hause. Und was die Jungs da am meisten machen, das kennt ihr schon, nämlich die Augen zu. Max war wach. Wir sehen uns die Tage und tschüss.